Schwimmbäder in Binigen sind seit dem 6. Juni wieder offen. Gemeinde-TV Binigen hat im Hallenbad und im Sonnenbädli nachgefragt, wie es bis jetzt gelaufen ist. Zuerst der Lagebericht aus dem Sonnenbädli. Wir haben doch sehr viele Gäste begrüßen können. Wir haben viele Abo-Lösungen verzeichnen. Durch das muss ich sagen, wir haben ein positives Bild von den letzten paar Tagen. Es hat sich eigentlich dort gezeigt, dass wir durch das Band durch eigentlich positive Reaktionen haben, auch mit den Einschränkungen, die sich heute eigentlich die Leute auch auseinandersetzen müssen. Aber es ist doch positiv. Auch im Hallenbad sind die bisherigen Erfahrungen sehr gut. Unsere Stammgäste sind natürlich dankbar, dass wir wieder aufmachen durften. Wir selbstverständlich auch. Wir waren hier in den Startlöchern, die drei Monate konstant, und sind froh, dass wir jetzt wieder den Betrieb einigermaßen normal aufnehmen können. Und im Allgemeinen haben die Leute sehr Verständnis dafür und befolgen auch unsere Sicherheitsmaßnahmen, die wir haben müssen treffen. Wie sehen die Massnahmen aus im Hallenbad? Das eine ist einmal der Zutritt als solches. Wir dürfen also maximal 50 Leute ins Hallenbad lassen. Und davon sind eben 30 Leute, die im grossen Becken schwimmen dürfen. Und 9 Leute im kleinen Nichtschwimmerbecken. Neben den normalen Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten, die wir hier alle 2 Stunden durchführen dürfen. Also es ist ein recht massiver Mehraufwand, aber wir machen alles für unsere Gäste. Einschränkungen gibt es auch in den Duschen und in der Garderobe. Wie wird im Hallenbad der personelle Mehraufwand gestemmt? Wir haben uns bis zu einem gewissen Grad anders organisiert. Wir haben auch mehr Arbeit als von unseren Badmeistern oder Aufsichtspersonal, die halt auch mehr Desinfektionsarbeiten werden müssen machen oder Sinn machen. Genauso ist unser Kassenpersonal, das gewisse Arbeiten übernimmt. Zurück ins Sonnenbädli. Wie sehen dort die Einschränkungen aus? Also wir haben im Eingangsbereich natürlich Einschränkungen, dass wir eigentlich dort Kolonnen müssen bilden mit einem 2 Meter Abstand. Wir müssen im Kassenhaus jede Person, auch Kinder, einzeln zählen, weil wir auch eine Anzahlbeschränkung haben im ganzen Areal von ca. 770 Personen. Und das tut schon ein bisschen einschränken. Und das Bad selber haben wir natürlich so sichern, dass wir einen Eingang ins Becken haben und einen Ausgang ins Becken. Und im Beckenbereich haben wir genau 23 Leute. Und das Buschibad dürfen wir leider nicht füllen, weil dort dürften nur 0,9 Buschi ins Bad. Also haben wir uns entschlossen, dass wir eigentlich hier das Wasser nicht einfüllen. Es ist nicht einfach. Wir haben auch festgestellt, dass natürlich die Schilder nicht korrekt umgelegt werden. Die 23 Schilder, die wir angebracht haben, zum Umlegen von grün auf rot. Meistens gehen Kinder um den Ohren geschwind und gehen gerade ins Wasser, ohne zu duschen, wie eigentlich immer. Und funktionieren tut es nur, wenn der Badmeister nebenan steht. Dann wird wirklich rigoros das Schild umgelegt. Der Präsident des Sonnenbädli richtet einen Appell an die Eltern. Es wäre sehr schön, hilfreich für das ganze Personal, das wir hier eigentlich haben, dass die Eltern natürlich auf ihre Kinder schauen, ihnen auch dort helfen, sich richtig zu bewegen und die Schildchen so umlegen, dass man dann auch 23 Köpfe im Wasser zählt. Für Abo-Besitzer, die wegen der Corona-Pause irgendwie etwas zu gut haben, hat sich der Verein Sonnenbad etwas einfallen lassen. Es ist so, dass wir das Jahr uns im Vorstand auch die Gedanken gemacht haben, wie können wir dort ein bisschen faire Regeln umsetzen. Und dann haben wir uns hier eigentlich dazu entschlossen, wir wollen keine Reduktion von den Abo-Preisen, sondern wir machen einen Gutschein, den man einlösen kann im Restaurant Sonnenbädli beim Stocki und dort für eine Konsumation den Gutschein einsetzen. Und so ist beiden Seiten geholfen. Nochmal kurz zurück ins Hallenbad. Das ist in den Sommerferien zu. Wieso das?
Ja, das sind natürlich sehr viele Arbeiten, die wir natürlich jetzt vorgängig selbstverständlich gemacht haben. Aber es gibt gleich gewisse Servicearbeiten, die wir mit unseren Firmen, mit unseren Partnerfirmen müssen in der Sommerpause machen, wenn kein Wasser im Hallenbad, also im Becken ist, können wir natürlich nur in der Sommerpause machen. Im Sonnenbädli lässt sich der finanzielle Schaden durch Corona noch nicht beziffern. Das Beste wäre aber auf jeden Fall ein toller, heisser Sommer. Das wäre natürlich absolut grandios, wenn wir wirklich so einen Sommer hätten wie 2018. Dort haben wir nämlich genau einen halben Tag das Kassenhaus zumachen. Wie auch immer, Gemeinde-TV Binnigen wünscht allen einen schönen Sommer, egal ob im Sonnenbädli oder sonst noch jemand.